kann mir aber vorstellen, dass sie sich auch schwer tun werden in Moskau. Deswegen eine Wette auf Atletico mit Asian Handicap minus 1,5 würde so eine Quote um die 2 geben. Ist mir dann zu riskant. Mhm. Dann wirklich fast die attraktivste Wette an diesem Spieltag, finde ich. Denn Liverpool ist hier mit 2,18 zwar Favorit, aber so hohe Quoten kriegen die Reds selten. Halte ich schon Liverpool nochmal für ein Stück weit besser und die 2,18-Quote auf Liverpool würde mich interessieren. Ajax muss dieses Spiel gewinnen und Midtjylland war in beiden Spielen eigentlich nicht Champions League reif und Ajax schon. Deswegen würde ich hier Ajax minus 1 bei 2,17 sogar ins Auge fassen. Quoten, ja, ja, schwierig. Man hatte mal ein bisschen Angst vor Inter Mailand, glaube ich. Aber ich glaube, das muss man fast nicht haben. Ich würde hier auf Real gehen bei 1,93. Nur zu gefährlich. Und ja. Auf Manchester müsste man halt minus 1,5 gehen, damit sie mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Ist in der Regel natürlich immer drin, aber warum sollten sie sich den Stress da antun und in der Türkei Vollgas geben? Also die Buchmacher gehen von einem Unentschieden aus. Wer zu sagen, grundsätzlich würde ich auf Lazio gehen bei dieser Quote, aber so Unentschieden ist auch gefährlich und deswegen müsste man es absichern, aber das gibt dann eben keine attraktive Quote mehr. Asian Handicap 0 auf Lazio 1,93. Die Quote auf Kiew mit 38 ist natürlich interessant. Müssen wir jetzt schauen, wie stark Kiew wirklich ist und in Barcelona was reißen kann. Wir haben ja gute Erfahrungen mit so Heimsiegen auf Barcelona gemacht. Da gäbe es jetzt eine 1,13er Quote. Besser als nichts, aber andererseits ist Barcelona auch derzeit nicht die Mannschaft, auf die man wirklich viel Geld riskieren sollte. Lecht. Dortmund minus 1, 2,14. Ja, warum nicht? Dortmund gewinnt das, Dortmund muss das gewinnen. Hallo, jetzt haben wir jetzt schon Angst vor Brügge? Ich weiß nicht, also. Nee, dann nehmen wir es mit, einfach, weil du hast mich überzeugt. Ja, der Dortmunder Ruf ist schlechter, als er sein müsste. Also wenn sie diese Belgier nicht im Sack haben, dann weiß ich es auch nicht. Reicht das gegen diese super Offensive von Chelsea nicht und sie werden komplett überrannt. Ich würde fast sagen, dass Chelsea hier zu Hause Rennes wirklich mal abwatscht oder zumindest höher als mit einem Torvorsprung gewinnt und dann würde mich diese Wette auf Asian Handicap minus 1,5 bei einer Quote von 2,1 reizen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Werner zwei, dreimal im Strafraum fällt und mindestens ein Elfmeter dabei rauskommt. Sidebet, Elfmeter für Chelsea. Dann schießt entweder Jorginho oder Pulisic oder Werner selbst. Ja. Und also ich denke, die gewinnen da ziemlich sicher relativ hoch. Und ja, deswegen finde ich die Wette gut. Du mit deinem minus 1 kriegst halt nur eine 1,6, aber ja, das muss jeder für sich selber wissen. Aber, wie gesagt, ich sehe Sevilla jetzt hier nicht so wirklich als Power-Team, dass die jetzt hier so haushoch gewinnen. Auf Krasnodar zu setzen, gibt allerdings auch keine Quote und ist auch reine Spekulation. Ich sehe hier die Ungarn eigentlich keinen Stich machen gegen Turin, die souverän in Kiew gewonnen haben. Gut gegen Barcelona, die Barca hat einen starken Tag, aber warum nicht minus 1,5 auf Juve? Würde eine 1,76 geben und ja, sollen sie doch den Ronaldo-Schwung mitnehmen in die Champions League. Atlanta oder Mailand, Hauptsache Spanien.